So, heute habe ich ja mal mein T-Shirt angezogen. So rum. Ne? Spontanität möchte gut geplant sein. So, läuft. Ja, hallo Internet. Hallo Lebensform. Hallo Router. Hallo Leitung. Heute würde ich gerne ein bisschen was über GSM, UMTS und LTE erzählen. Also da die physikalischen Layer. Wir haben uns im letzten Kapitel, also im letzten Stream. Also ich habe ein bisschen was erzählt über die Frequenzen, über Mobilfunkfrequenzbereiche, die so nebenbei gefallen sind. Wir haben da so eine Reise gemacht vom Schall bis zur Höhenstrahlung. Und jetzt wollen wir die ganze Sache mal so ein bisschen mit Leben füllen. Insbesondere mit Mobilfunk, weil das halt der Bereich ist, in dem sich halt die meisten Leute ein bisschen auskennen. Amateurfunk ist auch noch da, wobei da ist jetzt die, ja, sagen wir, die Anzahl der verschiedenen Modulationsverfahren jetzt überschaubar groß. Ja, die benutzt, wenn man benutzt dort Frequenzmodulation, die haben wir gestern angesprochen, am Samstag, am Freitag. Frequenzmodulation, wir haben Einseitenbandmodulation, also eine Einmodulation, wo so ein Seitenband abgeschnitten ist. Und ja, in den USA gibt es dann noch Spreizbandtechnologie, also sowas wie UMTS. Und da wollte ich euch ein bisschen was erzählen heute. Ich habe da ein paar Folien vorbereitet. Und fange dann jetzt mal an, die Folie zu zeigen. Ein Überblick. In einer Stunde rasen wir durch GSM, UMTS und LTE. Und wenn ich jetzt die Folie umschalten könnte, dann wäre das auch toll. So. Wir haben erstmal ein paar Begriffe im Mobilfunk. Das gilt jetzt für egal welche Mobilfunk. Ja, C-Netz, GSM, UMTS und LTE. Wir haben Zellen, wir haben Cluster, wir haben Location Areas. So eine Zelle ist eine Funkzelle. Also letztendlich das, was so eine Antenne mit ihrem Sektor, wenn wir noch drauf schauen, versorgt. Die war früher mal, wurden die in Waben gezeichnet, weil im C-Netz hat man Rundstrahler. Und da stand halt so eine Senderantenne in der Mitte und hat halt die Zelle rundum versorgt. Ab GSM hat man dann Sektoren gebaut, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. Dann gibt es ein Cluster. Der Clusterbegriff, der ist geboren aus Diensten, also aus Funktechnologien, also C-Netz und GSM, die verschiedene Frequenzen benötigen. Also wenn ich einen GSM-Sender habe und da ist ein Broadcast-Channel drauf, dann sollte dieser Broadcast-Channel von keinem anderen Broadcast-Channel gestört werden oder auch Traffic-Channel, für die gilt das genauso. Also diese Frequenz, wo der Broadcast-Channel liegt, die sollte halt sauber sein. Und dazu hat man den Begriff des Clusters eingeführt. Wenn man das sich nämlich anschaut, sind da die Zellen, die Waben drumherum, eine blaue, eine gelbe, eine grüne, so eine rote, orange und lila und in der Mitte die blaue. Und dieses Cluster findet man letztendlich hier wieder. Das ist so die ideale Vorstellung von einem Funkfeld, die ideale Vorstellung, wie man Frequenzen plant. Also die blaue Frequenz, die kann ich hier verwenden und hier verwenden. Und die gelbe Frequenz kann ich hier verwenden und in dieser Zelle verwenden. Das ist jetzt eine sehr ideale Vorstellung, weil so ein Gebiet, also die Umgebung hält sich meistens nicht daran. Da hast du dann doch Berge im Weg oder wir haben Städte, da brauchst du eine größere Zelldichte als wir auf dem Land, weil halt in der Stadt mehr Leute sind, da gibt es mehr Verkehr. Von daher ist das ein ja, sehr idealisiertes Bild. Es gibt dann noch die Location Area. Das ist ja wieder ein bisschen ganz was anderes. Im Mobilfunk brauchen wir eine Erreichbarkeit, also mein Telefon muss angerufen werden können. Dazu muss dem Netz auch ungefähr bekannt sein, wo sich das Ding befindet. Ja, deswegen hat man Location Areas.
eingeführt. Eine Location Area ist letztendlich ein Rudel von Zellen, in denen ein ankommender Ruf an das Mobiltelefon ausgestrahlt wird. Und zwar in allen gleichzeitig. Oder nicht gleichzeitig, sondern parallel. Es ist also vollkommen unerheblich für das Endgerät, in welcher Zelle es sich befindet. Es wird von allen Zellen, von allen BTSen, von allen Sektoren wird es gerufen. Dazu gehört dann noch der Begriff des Location Updates. Das Location Update ist das erste Einbuchen im Netz. Also wenn das Telefon ganz neu ist und sich im Netz registrieren möchte, dann macht es ein Location Update, sucht also die Zellen rum, guckt, welche Zellen da sind. Bei modernen Endgeräten, also hier so ein S7, da dauert das ein klein bisschen länger, weil das kann UMTS, das kann LTE, das kann ganz viele Frequenzbereiche bei den alten GSM-Geräten, die nur GSM konnten. Ja, die brauchten nur den GSM-900-Bereich abzuscannen und dann waren die fertig. Ja, deswegen dauert so eine Netzsuche mit so einem Telefon ein bisschen länger. Und wenn es dann eine Zelle gefunden hat, dann macht es ein Location Update da drauf. Diese Location Updates, die haben natürlich was damit zu tun, welche SIM-Karte ich da drin habe, in welchem Netz ich bin. Das heißt, das Telefon guckt erstmal auf der SIM-Karte und schaut, was für ein Netzbetreiber da drauf ist und sucht dann auch die entsprechenden Zellen. Dieses Location Update wird im Netz transportiert. Also wir machen eine Abfrage erstmal der SIM-Kartendaten, eine Authentifizierung, darf das Telefon überhaupt telefonieren? Und dann wird im Netz, wo das gespeichert wird, immer noch, wird im Netz niedergelegt, der Kunde befindet sich in dieser Location Area. Und wenn dann ankommender Anruf kommt, dann fragen wir in den Datenbanken nach, das ist HLR, Home Location Register und Visitor Location Register, und dann weiß das Netz, in welcher Gegend der Kunde sich befindet, und dann kann der ankommende Ruf, ein Paging, ausgestrahlt werden. Diese Location Areas, die sind unterschiedlich groß. Es kommt immer darauf an, wie viel Last ich auf diesen Zellen habe, wie viel Verkehr drauf ist, wie viele Kunden ich damit abfrühstücken kann. Die sind so etwa einen guten Stadtteil groß. Also in Frankfurt gibt es jetzt mehrere Location Areas, aber so eine Kleinstadt kann durchaus eine Location Area haben, wenn dort auch mehrere Zellen stehen. Das machen die Netzplaner, die gucken nach den Verkehrsdaten und verkleinern dann bei Bedarf die Location Areas. Rein theoretisch könnte man ganz Deutschland zu einer Location Area machen, dann würde quasi der ankommende Ruf für jedes Endgerät in jeder Zelle in Deutschland ausgestrahlt, was jetzt lasttechnisch nicht so besonders intelligent wäre. Wenn ich die Zelle nehme und jede Zelle mit einer eigenen Location Area versehe, dann ist es auch nicht so toll, weil dann müsste ich bei jedem Zellwechsel, ja, das Telefon sieht Zellwechsel, ich bin in einer anderen Zelle, das hat eine andere Location Area Nummer, da muss ich ein neues Location Update machen. Das heißt, das Telefon wäre sehr häufig am Location Update machen. Wir hätten ziemlich viel Signalisierungsverkehr im Netz und deswegen nimmt man da halt so eine Größe, so einen Stadtteil. Diese alten Zellen im C-Netz waren Rundstrahler. Das ist auf der linken Seite des Bildes zu sehen. Davon ist man eigentlich komplett abgekommen. Im C-Netz war das mehr oder weniger notwendig, weil das C-Netz ein entfernungsbewertetes Netz war, also nichts mit Pegel, sondern es ging tatsächlich nach der Phasenlaufzeit. Das war ziemlich schwierig zu handeln, das Ganze. Und mit ja, pegelbewerteten Netzen, also ab GSM, konnte man dann Sektoren bauen. Diese Sektoren haben den großen Vorteil, man kann dort Richtantennen einschließen. Ja, die alten Antennen waren hier diese Rundstrahler, da gab es so Gabel-Flachrundstrahler, Trafo-Gabel-Rundstrahler mit zwei Empfangsantennen unten dran und eine Sendeantenne obendrauf als Rundstrahler für GSM. Oder man hatte so Stäbe-Flachrundstrahler oben auf den Türmen draufstehen. Die hatten dann drei Antennensysteme eingebaut. Sowas gibt es vereinzelt tatsächlich noch draußen. Also so alte Teile, die tatsächlich schon so 25 Jahre dort stehen. Und die haben dann zwei Empfangssysteme und ein Sendesystem.
Heute benutzt man dazu so Richtantennen, so Sektorantennen, die kennt ihr zur Genüge. Ja, hier ist ein Bild, da ist oben GSM, die Antennen sind ein bisschen größer und da unten ist UMTS. Wie gesagt, das Bild ist jetzt nicht so gerade das Neueste. Diese Richtantennen, nee, warum baut man eigentlich immer zwei Empfangssysteme? Das hat damit was zu tun, dass wir an der Basisstation letztendlich immer relativ hohe Leistungen haben. Bei GSM sind das so etwa 10 Watt auf dem Broadcast-Channel. Aber das Endgerät kommt ja nicht mit 10 Watt zurück, sondern das hat so vielleicht 1 Watt oder 2 Watt. Da ist also eine Differenz. Aber trotzdem wollen wir damit eine symmetrische Verbindung aufbauen. Und diese Symmetrie, ja, die kriege ich zum einen damit hin, dass ich am Ort der Basisstation viel bessere Empfänger habe. Und zum anderen, dass ich zwei Empfangsantennen benutze. Also zwei Antennen. Wenn auf der einen Antenne noch was ankommt, ja, dann muss die andere Antenne, die braucht dann kein Signal mehr. Dann steht meine Verbindung immer noch. Früher waren diese Antennen räumlich getrennt. Also es gab dann auch auf Dächern mit solchen Richtantennen eine Antenne, die zum Senden da war und zwei Stück daneben, die nur für den Empfang da waren. Also drei Antennen pro Sektor, pro Dienst. Das war dann relativ viel auf dem Dach, nachdem dann da auch drei Betreiber sich, oder vier Betreiber waren wir damals, sich getummelt haben. Und als dann noch UMTS aufkam, dann wuchs also die Zahl der Antennen exponentiell. Da ist dann jemand auf die Idee gekommen, wenn wir diese beiden räumlich getrennten, vertikal polarisierten Antennen zusammen in ein Gehäuse bauen und bauen die über Kreuz, dann haben wir eine kreuzpolarisierte Antenne, das heißt, wir haben für die beiden Empfangsantennen verschiedene Phasenlage. Eine Phasenlage so und eine Phasenlage so. Das ist jetzt nicht ganz so effektiv wie die räumliche Trennung von zwei Antennen, aber kommt auch ungefähr in diesem Bereich, dass man da 3 dB Gewinn, also das Doppelte etwa, dass man das an Gewinn hat. Und deswegen haben diese Antennen, diese, die man heute aufbaut, auch immer mindestens zwei Empfangsantennen, allerdings dann in einem Gehäuse über Kreuz. Ja, deswegen gehen aus den Antennen, sieht man hier, sieht man nicht, weil ich gar nicht auf dem Bild bin. Deswegen haben diese Antennen in der Regel mindestens mal zwei Antennenausgänge. Ja, also für Mehrbandantennen sind es natürlich dann beliebig viele mehr, was heutzutage gebaut wird, aber hier kann man sehen, das sind zwei Anschlüsse dran. Wir werden die Antennen noch ein bisschen auseinandernehmen. Das machen wir aber in einem nächsten Termin, wo wir uns ein bisschen um die Messung der Antennen kümmern. Dafür haben wir heute das falsche Thema. Das sind die Zusammenschaltungen an den BTSen, wie man so BTSen zusammenschaltet. Früher hatten die tatsächlich zwei Empfänger. Da gingen dann halt auch zwei Kabel raus zu den Antennen und noch ein drittes als Senderantenne. Mit dem Einsatz dieser kreuzpolarisierten Antennen muss man halt unten am Ort der BTS so einen Filter vorsehen, also einen Duplexfilter, weil diese Antennen, Systeme müssen, der muss ja mindestens immer eines gleichzeitig senden und empfangen. Also auf dem gleichen System Sendeleistung abstrahlen, als auch Empfangssignale von den Mobilstationen aufnehmen. Das ist übrigens dann auch ein gern genommenes Thema für PIM, für Innermodulation, weil ich ja dann eine sehr, sehr hohe Leistungsdifferenz auf so einer Antenne habe. Ja, die Leistungsdifferenzen, die gehen da durchaus in den Bereich von 150, 180 dB. Das sind also Zahlen mit 15 bis 18 Nullen hinten dran. Aber das werden wir in dem Kapitel Innermodulation machen. Also heute auch nicht. Gucken wir erstmal weiter. Das GSM-Netz ist ungefähr aufgebaut wie das UMTS-Netz. Es unterscheidet sich nicht viel. Wir haben Basisstationen, die draußen im Netz sind. Diese Basisstationen sind an einem Base Station Controller, einer BSC, angeschaltet. Dieser Base Station Controller steuert letztendlich alles in der BTS. Die BTS macht nichts selber. Das ist bei UMTS, bei so einem Node-B, ist das nahezu genauso, mit Ausnahme von HSDPA. Also, wir haben dort eine Steuereinheit. Ja, bei LTE ist die ganze Steueraufgabe in die eNodeB hineingewandelt, also so eine Struktur wie eine BSC oder ein RNC. Bei UMTS haben wir dann bei LTE nicht mehr. Der Transcoder war noch wichtig. Früher, oder bei GSM, haben wir Sprache komprimiert.
mit einem ziemlichen Ruckverfahren. Diese Kompression ist von 64 Kilobit ISDN oder PCM runterkomprimiert worden auf etwa 13 Kilobit, beziehungsweise bei Half-Rate etwa 7,5 Kilobit so in der Kante. Und das hat man gemacht. Das war also, man muss bedenken, das war vor den Zeiten, wo es MP3 oder sowas gab. Man hatte also ein 20 Millisekunden Sprachsample genommen und diese 20 Millisekunden in diesem 64 Kilobit-Bereich analysiert und den interessanten Bereich übertragen. Also die Bit, die eine große Variation hatten, die hat man dann genommen aus dieser Sprachprobe und hat nur diese übertragen. Das war also quasi eine Kompression mit dem Holzhammer. Und auf der anderen Seite brauchte ich natürlich dann, das war im Endgerät zum Beispiel beim Sprechen, und auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch wieder irgendjemanden, der hier für die MSC, für das Main Switching Center bei GSM, dann wieder einen 64 Kilobit Datenstrom bereitstellt. Weil das waren letztendlich alte, normal Festnetz, Vermittlungsstellen, die man so ein bisschen, also ziemlich aufgepimpt hat für den Einsatz in GSM. Ja, die müssen dann zum Beispiel, was man im Festnetz eben nicht hat, Location Updates oder auch das Mobility von diesen Endgeräten müssen die unterstützen, also Handover und SMS, das ist jetzt keine Mobility, aber diese ganze zusätzliche Signalisierung, die durch den Funkkanal dazukommt. Weil das waren 64 Kilobit MSC und deswegen braucht man da so einen Transcoder. Dieses GSM ist gestartet mit Sprache und SMS und es kam dann kurz darauf die IP-Welt. Man hat jetzt gesehen, okay, das Internet wächst so ganz langsam und wir möchten unser GSM-Netz IP-fähig machen, sodass man auch mit einem Endgerät, mit einem GSM-Endgerät dann irgendwie auf dieses damals neue Internet zugreifen kann. Und damit hat man dann eine Packet Control Unit eingebracht. Man hat also in den Endgeräten, wenn sie Edge oder GPS fähig waren, dann so eine Datenfunktionalität eingebracht, eine IP-Verbindung. Die ging dann über die BTS, über die ja, Leitungen, die von den BTS in Richtung Cornet gingen, das waren dann 2-Megabit-Leitungen. Da hatte dann ein Zeitschlitz halt so eine Kapazität von 64 Kilobit oder für zum Sprechen 13 Kilobit. Und ich war also ziemlich begrenzt mit meiner Datenrate und diese Packet Control Unit hat diese Paketdaten gesteuert. Macht die im Prinzip heute noch, wenn wir mit GSM Daten machen. Das merkt man dann immer, es geht ein bisschen langsam. Sehr langsam. Und diese Daten werden von dieser Packet Control Unit dann gegeben auf den Serving GPR Support Node, SGSN. Der macht letztendlich so ein bisschen Ciphering und Verbindungskontrolle und Kompression und ein Gateway, ja, der Gateway GPS Support Node. Die gibt es übrigens in der Funktionalität heute noch. Ja, die haben UMTS überlebt und LTE besteht letztendlich nur noch, wenn man das nachher sich anschaut, hier dieses Teil, das Base Station Subsystem, das ist ein eNodeB und ein eNodeB, genau. Und diese SGSN-Funktionalität und GGSN-Funktionalität hat man bei LTE genau noch so. Da gibt es auch noch so SGSNs. Die heißen jetzt Packet Gateways, aber letztendlich mal das Gleiche. Und da hinten habe ich dann hier den Ausgang ins Internet. Ja, IP-Datennetz. Da geht es raus. Gut. GSM hat mehrere Kanäle. GSM 900 hat 124 Kanäle im 900 MHz-Bereich. Die werde ich gleich ein bisschen malen. Zeit haben wir, ja. Und wir haben dort verschiedene Zeitschlitze. Bei C-Netz hatten wir diese Zeitschlitze nicht. Wenn ein Kunde einen Funkkanal hatte, dann hatte der diesen Funkkanal die ganze Zeit. Und bei GSM teilen wir diesen einen Funkkanal auf in 8 Zeitschlitze. Ja, hier so einen blauen, hellblauen und bunt. Und dann geht der blaue wieder los. Das heißt, wenn ich ein Telefonat habe, muss ich meine Informationen in diesen Zeitschlitz hinein komprimieren. Also meine Sprachdaten, die bis dahin angefallen sind, muss ich dort in diesem Zeitschlitz übertragen. Letztendlich hat dieser Kanal eine Gesamtkapazität, lass mich lügen, von 13
Kilobit oder 64 Kilobit über alles. Ja, wenn ich bei Edge-Modulation. Diese Sache mit den Zeitschlitzen, das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Das vergisst man manchmal, der ausschlaggebende Punkt, warum die Endgeräte so klein und leicht geworden sind, im Gegensatz zu so einem C-Netz-Endgerät. So, das hängt damit zusammen, dass ein GSM-Endgerät keine Filter braucht. Also wenn ich ein C-Netz-Endgerät habe, dann hat das eine Antenne auf dem Autodach und diese Antenne, die muss sowohl senden und empfangen. Das heißt, ich habe hier unten im Auto einen Sender und ich habe einen Empfänger, den ich ja brauche zum Telefonieren. Da ist ja das Mikrofon in der Hörer dran. Und diese Sendeleistung muss auf die Antenne. Dazu habe ich hier einen Duplexfilter gebraucht. Und hier wieder ein Duplexfilter, was den Empfangsfrequenzbereich nach unten leitet. Und dieser Filter, der wiegt halt ein bisschen was. Der ist relativ schwer und hat letztendlich einen großen Anteil des Gewichtes von so einem C-Netz-Gerät ausgemacht. Bei C-Netz, wenn ich einen Kanal habe, war es eben notwendig, gleichzeitig zu senden und zu empfangen. Das hat man eben gemacht auf verschiedenen Frequenzbereichen. Ja, die Aufteilung zwischen Uplink und Downlink haben wir heute noch. Ich male jetzt mal hier so ein GSM hin. Ja, da fängt der GSM Uplink an bei 880 MHz, hört bei 915 auf und bei 925 geht der Downlink los und endet bei 960. Dann muss ich einen kleinen Trenner einbauen, weil der ursprüngliche Bereich GSM ging bei 935 los und hier unten bei 890. Ja, das ist der E-GSM-Bereich. Da waren früher O2 und E+. Oder auch die drahtlosen Telefone, die CT1-Telefone. Und hier ging das dann los mit dem Kanal 1 und hörte hier hinten auf mit dem Kanal 124. Dieselben Kanalstrukturen haben wir auch hier gehabt. Ja, Kanal 1, Kanal 124. Die Kanäle hier unten in diesem Bereich, im EGSM-Bereich, die liegen so zwischen 975 und 1025 so in der Gegend, also haben ganz andere Nummern. Heute wird es als ein Bereich gesehen, der GSM-Bereich. Heute sind auf diesem Bereich hier O2, hier ist D2 und hier ist D1. O2 und D2 mit jeweils 10 MHz. Und D1 mit 15 MHz. Und natürlich im Uplink-Bereich, da wo die Endgeräte senden, ja, das Gleiche. Ja, weil dieser Kanal 124, hier oben der zum Beispiel, der korreliert genau mit diesem Kanal 124, der ganz letzte im Uplink. Hier sendet die Basisstation und hier sendet das Mobilteil. So, jetzt haben wir bei GSM, nee, beim C-Netz haben wir hier in unserem Endgerät so einen blöden Filter gebraucht, ja, der aus dem Vollen gefräst war. Bei GSM haben wir jetzt Zeitschlitze und da hat man das so gebaut, dass diese Zeitschlitze im Uplink und Downlink nicht korrekt aufeinander liegen, sondern die sind miteinander versetzt. Ja, wir haben hier die Zeitschlitze 0, 1, 2, 3 und so weiter. Und das ist der Downlink. Und der passende Zeitschlitz im Uplink ist verschoben. Also hier der Uplink. Und da haben wir, halt, muss ich hier anfangen, da haben wir hier einen Bereich, wo auch Zeitschlitze drauf sind mit der 0, 1, 2. Das heißt, wenn ein Endgerät jetzt am Senden ist, zum Beispiel auf dem Zeitschlitz 0 oder am Arbeiten auf dem Zeitschlitz 0, dann muss es zu diesem Zeitpunkt, muss es hören und dann hat es ein bisschen Zeit. Und zu diesem Zeitpunkt muss es senden. Und dann hat es wieder ein bisschen Zeit. 4, 5, 6, 7. Und dann fängt wieder 0 an. Zu diesem Zeitpunkt muss es wieder senden. Und dann kommt dann irgendwann auch hier wieder der Zeitschlitz 0. Zu diesem Zeitpunkt muss es empfangen, muss es senden. Also wir können das mit der Antenne. Können wir mit einem Umschalter realisieren.
Ja, da. Und da ist dann der Sender dran und hier ist der Empfänger. Und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt wir gerade sind, schalten wir mit einem Umschalter um. Dieser Umschalter sind Dioden, ja, spannungsgesteuerte Dioden, mit denen man das relativ gut machen kann. Die machen das auch sehr schnell. Und das hat halt dazu geführt, dass man in diesen GSM-Endgeräten keine großen Uplink-Downlink-Filter mehr unterbringen musste. Man brauchte nur einen Sender, Empfänger, ein Display und ein bisschen Controller und dann war es das. Das hat eben dazu geführt, dass GSM so stark von den Kunden angenommen wurde, weil die Endgeräte waren jetzt Gott sei Dank transportabel. Machen wir mit den Folien gerade weiter. Genau, nehmen wir die. Das ist so ein Zeitschlitz mit ein paar Bits drin. Der Vollständigkeit halber, wir haben verschiedene Modulationsverfahren für Daten und für Sprache. Ich versuche die jetzt noch mal ein bisschen zu malen. Gerade im Umbau. Wenn ich GSM aussende, dann ist das eine Phase, eine Frequenzmodulation. Letztendlich besteht GSM aus einer Grundfrequenz, nee, aus zwei Frequenzen, Entschuldigung. Wir haben einen Kanal, der ist 200 Kilohertz breit. 200 Kilohertz. Und da besteht GSM eigentlich aus zwei Frequenzen, wenn ich das tue. Das ist eine Frequenz, die etwa 70 Hertz unterhalb der Mittenfrequenz liegt und die andere Frequenz liegt 70 Hertz oberhalb der Mittenfrequenz. Wir schalten also ständig zwischen diesen beiden Frequenzen um. Wenn ich also diese Funkwelle mir anschaue auf dem Kanal, ja, dann besteht die einmal aus so einer Frequenz und dann ändert sich die Frequenz und wir haben hier engere Frequenzen. Und dann schalten wir wieder um und haben weitere Frequenzen. Diese Darstellung hier mit den Frequenzen, wenn ich die so male, das ist ein bisschen ungünstig. Wir machen damit, oder man baut da so ein Augendiagramm viel besser. Und dieses Augendiagramm, ja, das werden wir auch gleich noch ein bisschen kennenlernen, das hat meistens irgendwelche Augen, bei GSM aber noch nicht. Bei GSM ist es ein Kreis. Das heißt, wir haben eine Phasenlage, die sich so rumdreht. Und wenn wir die andere Frequenz anfahren, dann dreht sich dieser Phasenwinkel in die andere Richtung. Ja, wir haben letztendlich nur zwei Richtungen, in die sich die Welle dreht. Das heißt, wir wechseln zwischen diesen beiden Frequenzebenen, aber relativ langsam. Ja, wenn wir das schnell machen würden, würden wir ein sehr breites Störspektrum bekommen. Deswegen nennt sich das Filter, was man da drüber legt, Gauss-Filter und damit oder ein Gauss-Minimum-Filter und damit heißt diese Modulation Gauss-Minimum-Shift-Keying, GMSK. Bei Edge hat man dann eingeführt, eben nicht nur diese Drehung, sondern bei Edge möchte ich ja, ich habe hier nur zwei Informationen, entweder linksrum oder rechtsrum drehen, also hohe oder niedere Frequenz in der Frequenzlage. Bei Edge macht man das so, dass man da plötzlich oder mit diesem Standard 8 Symbole eingeführt hat. Also die liegen auch alle auf dem Kreis. Aber mit jedem Symbol, was ich anfahren kann, ja, da kriege ich in diesem Fall 3 Bit unter. Ja, 8 Elemente und da kann ich mit jedem dieser Elemente 3 Bit 00, 00. 1, 0, 1, 0, 1, nee, 0, 1, 1 und so weiter. Also 3-Bit kriege ich damit übertragen, das ist die dreifache Menge bezogen auf diese Übertragungsrate, die ich nur mit Gauss-Minimum-Shift-Keying-Modulation übertrage. Also das ist Edge. Edge-Modulation. Die ist ein bisschen komplexer, die ist ein bisschen empfindlicher, diese Modulation. Ja, bei GSM oder bei Gauss Minimum Shift Keying muss ich nur detektieren, dreht sich es links rum oder rechts rum. Bei Edge muss ich die Phasenwinkel messen. Also mein Endgerät muss hier einmal die Amplitude, okay, das ist noch nicht so wichtig, aber diese Phasenwinkel. Und die Phasenwinkel, die verändern sich ja,
je nachdem, welches Symbol gemeint ist. Und die liegen auch relativ dicht zusammen, da ist nicht so besonders viel Platz. Deswegen geht Edge-Modulation auch nur, wenn das Funkfeld einigermaßen gut ist. Also nicht in jedem schlechten Fall, dann schalten wir bei GSM für Daten dann auch mal runter auf Gasminimum Shift ging. Das ist aber dann so quasi der Super-GAU, da geht dann gar keine Daten mehr. In der GSM-Netzstruktur gibt es noch ein paar andere Elemente. Ups, das war jetzt zu weit. Gibt es noch ein paar andere Elemente. Meine Mobilstation, die Basisstation, hier haben wir die BSC. Ja, den Transcoder, eine MSC. Ja, die gibt es heute nicht mehr in dieser Form, sondern die MSC ist jetzt eigentlich eine Wolke. Ja, das ist eine verteilte Vermittlungseinrichtung des IP-Core. Aber letztendlich haben wir immer noch ein Visitor Location Register, was in dem IP-Core steht, und ein Home Location Register, ein Authentication Center und ein Equipment Identification Register. Und natürlich ein OMC, damit wir darauf zugreifen können, also der Betreiber, damit er weiß, ob was kaputt ist oder nicht. Die Aufgaben von dem Equipment Identification Register, fange ich damit an, ist, man hat ja, mit C-Netz festgestellt, wenn so ein C-Netz-Endgerät geklaut wird, dann ist das schon ein herber Verlust für den Besitzer. Wenn ich jetzt die Serie nochmal sperren könnte in so einem Equipment Identification Register, würde das vielleicht dem Dieb nicht so die besonders große Freude machen, wenn das Ding dann vom Netz gesperrt ist. Und deswegen hat man diesen Verlust, den man im C-Netz nicht hatte, also dieses fehlende Equipment Identification Register bei GSM spezifiziert. Man kann also in diesem Equipment Identification Register eMICE sperren. International Mobile Equipment Identifier, die E-Mail, die Seriennummer vom Endgerät. Das macht aber dann auch nur Sinn, wenn alle Netzbetreiber auf der Welt, wenn ich so ein Endgerät geklaut bekomme, dann auch in ihrem Equipment Identification Register diese Seriennummer eintragen. Ja. Inzwischen ist es Pflicht, dieses Equipment Identification Register zu haben, weil die Kunden können sich bei den Netzbetreibern melden, wenn ihr Gerät abhanden gekommen ist, und können das dann sperren lassen, die Seriennummer sperren lassen. Also nicht nur die SIM-Karte, sondern auch die Hardware von dem Gerät. Das Authentication Center und das Home Location Register, die hängen dicht zusammen. Das Home Location Register ist quasi die Heimat oder die andere Seite meiner SIM-Karte. Dort sind die SIM-Karten drin, die aktiv sind, oder auch SIM-Karten, die zum Verkauf anstehen. Die sind schon hier im Home Location Register angelegt. Im Home Location Register stehen drin, wenn der Kunde Rufumleitung gemacht hat. Dort stehen die Vertragsdaten drin, dort stehen die Verschlüsselungsalgorithmen drin und so weiter. Quasi, das ist der Vertrag des Kunden ist quasi in diesem Home Location Register niedergelegt. Und daran ist zur Verschlüsselung der Verbindung nachher ein Authentification Center angeflanscht. Ja, es gibt da verschiedene Schlüssel, die benötigt werden, die das HLR und die SIM-Karte benutzen oder nachher zur Verschlüsselung. Bei einem Location Update wird in dem HLR eingetragen, in welchem Visitor Location Register der Kunde sich befindet. Also der Kunde meldet sich beim Einloggen, Mobilstation, über die BTS, über den ganzen Weg hier, beim HLR. Im HLR wird erstmal geprüft, darf er überhaupt telefonieren, hat er seine Rechnung bezahlt, wird ein paar Schlüssel, Ciphering, Authentifikation wird durchgeführt. Und dann wird in diesem VLR, wobei das heutzutage auch noch eine Sache von den Media Gateways, nee, von den MSC-Servern ist. Die MSC-Server beinhalten die VLRs. Da wird ein Abzug aus von dem Datensatz des HLRs in das VLR hineingeschrieben, wo letztendlich die Vertragsdaten, auch Rufumleitung, der Kram drinstehen. Und im HLR wird hinterlegt, in welchem VLR dieser Datensatz ist. Und im VLR wird hinterlegt, in welcher Location Area sich der Kunde befindet. So, wenn jetzt ein Anruf aus dem Festnetz kommt, ja, dann wird erstmal im Festnetz, das war jetzt keine große Freude, die so eine Rufnummerportierung mitgebracht hat, im Festnetz geprüft, ist überhaupt diese 0171-Nummer bei der Telekom oder ist sie eine portierte Rufnummer? Also jeder Telefonbetreiber muss zunächst erstmal gucken, auf welchem Weg
gebe ich jetzt überhaupt diesen Call? Was mache ich mit diesem Anruf nach einer 0171-Rufnummer? Das heißt, er muss in der Datenbank nachschauen und muss dann diesen Weg wählen. So, da hat er festgestellt, okay, der ist jetzt hier bei diesem Netzbetreiber. Und dann fragen wir im Home Location Register halt nach. Also, wer hat hier die Nummer 0171? Nee, wo ist diese Nummer 0171? Und dann ein paar Nummern. Und da sagt das HLR, okay, frag mal dieses VLR. Dann fragen wir signalisierungsmäßig im VLR nach und im VLR steht dran, ah, hier, Kollege ist in dieser Location Area und dann wird von dem System ein Call, ein Paging generiert, was an alle BTS NodeBs oder GNodeBs geht, die in dieser Location Area beheimatet sind. Ja, und in einer dieser Location Areas befindet sich ja dann die Mobilstation und die, sofern sie dann Funkverbindung hatte, antwortet die, wenn sie keine Funkverbindung hatte, angenommen, ich war gerade im Aufzug, ja, und ich wurde gepaged, aber ich gerade just in diesem Moment hat mein Endgerät dieses Paging nicht verstehen können, dann macht ein Endgerät heutzutage ein neues Location Update. Ja, also das würde im schlimmsten Fall ja bedeuten, ich habe hier gepaged, es war kein Kunde da, also machen wir im HLR jetzt den Marker, Kunde ist nicht mehr da und leiten ab dann alle Anrufe auf die Box um. Das kann man parametrisieren, wie oft man das macht, immer, ob man das bei jedem Verlust des Kunden macht und sofort auf die Box umleitet oder ob ich das viermal probiere. So vier ist die Standardzahl, aber moderne Mobilstationen wissen das, dass es sowas gibt und die machen dann Location Update und dann refreshe ich hier quasi den Aufenthaltsort des Home Location Registers. Die Handover-Szenarien, ja, lass mal heute weg. Gut, gucken wir mal weiter. UMTS sieht so ähnlich aus wie GSM. Das UMTS ist. Da haben sich die Namen ein bisschen verändert. Ne? Der BTS heißt jetzt Node B. Der RNC hieß mal Node A. Dem haben sie einen gescheiten Namen gegeben. Den Node B, den hat man vergessen, gescheit zu benennen. Hat sich aber jetzt gut fortgeführt. Die LTE Node Bs heißen dann E-Node B und die 5G, die heißen dann G-Node B. Also es hat sich etabliert. Und die Struktur ist genau dasselbe. Ein RNC, der die NodeBs steuert. Und MSC, Gateway MSC für den Voice Call, also wenn telefoniert wird. Und für die Daten geht es vom RNC auf das SGSN, GGSN, die hardwaremäßig letztendlich auch die gleichen sein können, die man für GSM oder für LTE benutzt. Ja, weil die Strukturen, die Aufgaben sind genau dieselben und von dort aus geht es in das Internet. UMTS hat jetzt eine ganz andere Luftschnittstelle. Bei UMTS hat man dann, wollte man eine Technologie bauen, die im Gegensatz zu GSM eine höhere Datenrate auf der Luft ermöglicht. Also wir hatten GSM, da kriegt man auf so einem Funkkanal sehr wenig Daten unter. Und man hat jetzt gemeint, dass mit dem Internet, das wird ganz schnell, ganz viel und auch die mobilen Anwendungen werden sich da sehr schnell etablieren im Mobilfunk. Das hat dann doch ein bisschen länger gedauert, so von 2004 bis 2008, bis iPhone kam. Aber man hat dort einen Standard entwickelt mit UMTS, der ja aus heutiger Sicht ein bisschen komisch sich anschaut, wenn man uns gleich anschauen, wie der funktioniert. Also es ist schon ziemlich tricky, wie man das gemacht hat. Aber letztendlich kann ich dieses alles bauen mit einem Transistor und TDL-Gatter. Ja, also das, was man so damals an Rechenkapazität zur Verfügung hatte, konnte man ein Endgerät dann bauen. Und diese Notwendigkeit, dass man halt oder weniger Ressourcen, wenig Rechenleistung auf der Endgeräteseite, die hat halt zu diesem etwas seltsamen Standard geführt. Der Standard ist so, dass wir eine Spreiztechnologie machen. Wir nehmen mal so ein relativ schmalbandiges Datensignal und spreizen das auf eine große Bandbreite auf mit einem Spreizcode. Die Aufgabe ist letztendlich die, dass wir einen Raum haben, also einen Kanal. Wir haben nämlich bei UMTS nur begrenzt viele Kanäle. Und wir möchten jetzt, dass in diesem Raum oder auf diesem Kanal möglichst viele Verbindungen stattfinden können. Und diese Verbindung,
Wenn ich die habe, kann man mit einer kleinen Party vergleichen. Ja, das sind hier diese Striche auf dem Bild, wo es steht, wir brauchen verschiedene Sprachen, orthogonale Sprachen, wenn wir uns in einem Raum unterhalten wollen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben eine Party, das sind zwei Leute, im Moment noch, das soll mal eine große Party werden. Und diese beiden Leute, ja, die können sich in ihrer Sprache unterhalten, kein Problem. Angenommen, sprechen Deutsch. Und die haben den Kanal, den Raum für sich alleine und die haben kein Problem, Gespräch zu führen. Wenn ich jetzt in diesen Raum auf diese Party zwei weitere Gäste einlade und die sollen sich auch unterhalten können, parallel dazu, dann müssen die eine orthogonale Sprache sprechen. Also für mich wäre zum Beispiel Chinesisch eine orthogonale Sprache. Ich habe da keine Triggerpunkte. Chinesisch löst bei mir keine Assoziationen aus, wie zum Beispiel Englisch. Englisch würde ich ein paar Worte verstehen und dann würde ich die Verbindung zu meinem Gegenüber komplett verlieren. Also wir brauchen orthogonale Sprachen. Und dann haben wir zum Beispiel dann zwei Deutsche, zwei Chinesen, zwei Bayern, auch noch dabei, orthogonal zu Deutsch. Entschuldigung. Und die können sich alle unterhalten, weil die untereinander keine Korrelationen haben. Jetzt brauche ich aber über UMTS, über dieser ganzen Partygesellschaft, die sich jetzt langsam bindet mit lauter orthogonal sprechenden Partnern, brauche ich jetzt jemanden, der aufhört, der aufpasst, was mit diesen Gesprächen passiert. Zum Beispiel verfallen die beiden Deutschen jetzt in einen Streit, warum auch immer, ums Klopapier. Und wenn man sich streitet, möchte man viel Informationen, möchte man schnell an den, also die Datenrate geht hoch. Und dieses lauter Sprechen bei einer höheren Datenrate würde jetzt zum Beispiel verursachen, dass sich die beiden Chinesen, die sich jetzt ein bisschen weiter weg befinden voneinander, dass die sich nicht mehr verstehen können, weil die beiden Deutschen sich so laut, so mit einer hohen Datenrate unterhalten. Und da muss ein Congestion and Mission Control drauf achten. Ja, was mache ich jetzt mit diesen beiden hohen Datenraten, die jetzt anstehen? Lasse ich die zu? Ja, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Lautstärke lasse ich die zu? Oder wenn ich sie zulasse, was mache ich dann mit den beiden Chinesen? Ja, gebe ich die in eine andere Zelle, sage ich, guck mal, hier ist ein GSM-Netz noch unten drunter, geht mal nach GSM runter, damit euer Call noch bestehen bleibt. Also da liegt eine irrsinnige Rechenaufgabe bei UMTS, diese Calls zu handeln, die Leistungen zu regeln. Wir dürfen bei UMTS immer nur genau so laut sprechen. Ja, die beiden Deutschen, auch wenn sie sich streiten, nur genau so laut sprechen, dass sie den anderen gerade noch verstehen. Und diese Regelung der Leistung, der Sendeleistung letztendlich, die kommt ja immer ein bisschen zu spät. Ich messe was und habe festgestellt, oh, das war zu wenig Leistung. Und dann mache ich nächstes Mal die Leistung ein bisschen höher. Wir regeln bei UMTS 1400 Mal in der Sekunde die Leistung. Das ist ziemlich viel. Ja, 300 Mal in der Sekunde misst man die Bitfehlerrate, leiten daraus quasi so eine Grundleistung ab, also um diesen Punkt drumherum, da bewegen wir uns jetzt. Aber letztendlich messen wir das Ganze sehr häufig und da liegt ein Hauptteil der Mathematik. Also was mache ich mit den Leuten, wie gehe ich mit höheren Datenraten um, kriege ich die hin? Was mache ich mit den Kunden oder mit den Partnern, die jetzt in der Zelle sind und sich dann vielleicht nicht mehr unterhalten können und so weiter. Das ist halt der Preis dafür, dass man eine Technologie dafür benutzt, die man durchaus hier in der Wüste, altes Kofferradio, dann kann man nur im Test bauen. Ja, ganz ist nett, aber es braucht keine großen Rechenleistungen. Und diese Sprachen, die baut man mit verschiedenen Codes. Ja, dieser Codebaum, das sind die Spreizcodes. Und diese Spreizungen, die sind mit in diesem Baum, sind die orthogonal. Ja, wenn ich also hier hinten einen Traffic habe, ja, meinetwegen mit 120 Kilobit oder mit 128 Kilobit, dann ist das ein Voice Call. Dann kann ich natürlich hier vorne mit diesem gleichen Spreizcode nicht noch einen Datencall machen.
Ja, das, weil der Ast ist ja belegt. Und so hat man bei UMTS eben so verschiedene Spreizgutäste. Ja, wenn vorne der belegt ist, dann kann ich diese Äste weiter hinten nicht benutzen. Für HSDPA bei UMTS werden immer diese Äste benutzt mit dem Spreizgut 16. Da habe ich insgesamt 15 zur Verfügung. Nein, ganz insgesamt sind 16. Aber irgendwo muss ja mein Pilotkanal hin, hier oben der. Das heißt, letztendlich kann ich für UMTS, HSDPA nur 15 Codes benutzen. Und die ersten UMTS-Geräte, die konnten dann halt gar kein HSDPA. Mit HSDPA konnten sie dann vielleicht 5 Codes gleichzeitig dekodieren. Und die modernen Endgeräte haben dann kein Problem, 15 Codes gleichzeitig wieder nachher zusammenzuführen zu einer Verbindung. Die Spreizung. Ja, man spreizt mit der Multiplikation, mit hier dem Spreizcode, das was wir eben gesehen haben, ein schmalbandiges Signal zu einem breitbandigen Signal. Das Ganze kann man, wenn man es mathematisch sieht, kann man das so sich vorstellen: Wir haben eine Eingangsbitsequenz, ein Sprachsignal oder ein schmalbandiges Datensignal. Und das multipliziere ich hier mit diesem Spreizcode, der blaue. Ja, der muss natürlich auf beiden Seiten bekannt sein, der muss auch synchron sein. Und wenn ich das multipliziere, habe ich hier eine minus 1 und eine plus 1, kommt eine minus 1 raus. Oder hier minus 1 und minus 1 gibt plus 1 und so weiter. Das heißt, ich habe letztendlich ein schwarzes Signal in der Datenrate des Spreizcodes, also der ist bei UMTS 3,84 Megachip, habe ich hier ein gespreiztes Signal und das beinhaltet durch diese Multiplikation mein Eingangsbitsignal. So, nachher beim Empfänger empfange ich ja das schwarze Signal. Und wenn ich das blaue kenne, dann mache ich hier aus meinem empfangenen Signal minus 1 und 1 gibt eine minus 1. 1 und eine minus 1 gibt wieder eine minus 1. Wenn ich also hier mit dem bekannten Spreizcode mein Empfangssignal multipliziere, kommt meine ursprüngliche Bitsequenz wieder raus. Das ist ausnehmend praktisch. Und auch, wenn man das richtig tut, resistent gegen Störungen. Das heißt, ich habe hier eine andere störende Signal und wenn ich das dann auch wieder multipliziere, dann ist die Orthogonalität dann gegeben, wenn ich innerhalb des Bit-Zeitraums eine Gleichspannung herausbekomme. Selbstverständlich gibt es immer ein Ergebnis, aber hier habe ich ein minus 1, eine 1, minus 1 und 1. Die mitteln sich raus, die mitteln sich weg. Oder hier habe ich eine 1, eine minus 1, eine 1 und wieder eine minus 1. Die mitteln sich auch raus. Und das ist die Eigenschaft von orthogonalen Codes. Das heißt, wenn ich viele von diesen Codes benutze und die sind alle orthogonal zusammen, habe ich mein Nutzsignal. Ja, das führt zu einer Spannung während des Bitzeitraums. Und die orthogonalen Störsignale führen zwar auch zu Spannung, aber im zeitlichen Mittel eben zur Spannung 0. Ja, das ist mathematische Sache und ist eine geniale Sache. Das ist die Addition. Wenn ich mehrere Verbindungen habe in so einem Node B, dann addieren sich die Leistungen. Ja, die werden so ein bisschen stufig. Das heißt, bei LTE, bei UMTS ist es extrem wichtig, dass die Verstärker im gesamten Bereich einer App absolut genaue Linearität haben. Also die dürfen keine Unlinearitäten aufweisen, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Da waren so die ersten UMTS-Sender, die man hatte, die haben also für 2 Watt Ausgangsleistung, haben die 700 Watt Eingangsleistung gebraucht. Die Zeiten sind jetzt rum, aber das ist halt der Preis, den man für lineare Verstärker bezahlt. Eigentlich wollte ich jetzt noch die UMTS-Spreizung ein bisschen malen. Möchte ich das malen? Bei UMTS machen wir Folgendes. Ich hoffe, mein Stift geht jetzt. Wir nehmen ein Eingangsbitsignal, spreizen das mit einem Spreizcode. Das ist noch kein Scrambling-Code für die Wissenden. Ein Spreizcode. Irgendeiner aus diesem Baum mit 3, 84 Megachip. So, dann ist ja so, dass ich nicht nur eine Verbindung in diesem Node B habe, sondern ich habe ja bestimmt eine zweite Verbindung, auch ein schmalbandiges Signal. Ich schalte das schmalbandige Signal mal.
wird auch gespreizt mit einem Spreizcode, Spreizcode 2, der ist 1, auch mit diesen 3,84. So, was hier dann hier rauskommt, ist ein breitbandiges Signal. Hier kommt auch ein breitbandiges Signal raus. Ja? Und die werden jetzt im Node B sendemäßig aufeinander addiert. Also wenn ich jetzt hier Bits habe, hier habe ich andere Bits, dann schauen die nach der Addition gestapelt aus. Ne? 2 Bit, dann nichts und hier ein Bit. Also übereinander gelegt. So, dieses kann jetzt letztendlich jeder Node B machen. Deswegen muss jetzt diesen bereits gespreizten, gestapelten Signal muss jetzt nochmal eine Spreizung auferlegt werden und das nennt man Scramblen. Das ist der Scrambling Code. Dieser Scrambling Code ist dann auch einer von 512, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann geht es raus zur Antenne. So, wenn ich eine andere Node B hätte, der andere Node B, der ist ja dann hier unten. Mein Pad hat hier unten ein Problem. Und auch eine Spreizung. Und benutzt dort zum Beispiel auch wieder den Spreizcode 1. Hat aber dann nachher den Scrambling Code 2 und strahlt den aus. So, und jetzt bin ich ein Endgerät. Jetzt sitze ich mit meinem Endgerät hier oben an meiner Antenne und ja, was ich brauche, sind jetzt erst einmal die ganzen Pegel meiner Stationen. Die ganzen Pegel meiner Stationen kriege ich aber nur raus, wenn ein Pilot mit ausgestrahlt wird. Der Pilot ist ein bisschen Leistung und der wird gespreizt zum Beispiel mit einer langen 1-Folge. Kann auch eine lange 0-Folge sein, ich weiß es nicht genau. Und geht mit raus. Und genau dasselbe macht dieser Node B auch. Der macht hier auch eine Spreizung auf den Addierer. Addierer vergessen. So, das wird mitgespreizt. Ist auch eine Nullfolge. Wir addieren also eine lange 1-Folge und scramblen die nachher mit dem Scrambling-Code. Und jetzt geht das Endgerät zunächst erstmal hier und descrambelt alles, was es bekommt, mit einer langen 1-Folge. Und dort heraus kommen die sogenannten Common Pilot Channel Pegel und die Scrambling Codes. Ich habe also hier diesen ersten Scrambling Code und hinten raus kommt auch der Scrambling Code 2 von dem zweiten Node B, der hier, und zwar mit Pegel. Dann kann das Endgerät diese beiden Scrambling Codes anzeigen, kann also die Node Bs damit auseinanderhalten und kann jetzt im nächsten Schritt hergehen und sagen, okay, das mit dem Scrambling Code 1, das ist meins, das ist meine Verbindung. Jetzt bin ich da wieder im Bild, da oben. Das ist meine Verbindung, die gehört zu mir. Und kann jetzt anfangen mit dem Scrambling Code 1 zu demodulieren. Dann liegt an diesem Punkt im Endgerät, liegt dann genau dieses Signal an, dieses, und muss dann seinen Datenstrom herausfuddeln, indem es dann nochmal despreizt, zum Beispiel mit dem Spreizcode 1. Ja, mit jenem Spreizcode. Und dann bekommt es genau seine Daten hier an dieser Stelle wieder abgeliefert. Ist so quasi die höhere Schule von UMTS. Es gibt noch eine Stufe höher, das gibt es auch noch ein komplizierter. Aber letztendlich funktioniert das so. Das ist so der Gipfel von UMTS, diese doppelte Spreizung. Ich habe da mal ein paar Bilder, wie UMTS aussieht. UMTS auf der Luft. Ja, wir sehen dort verschiedene Spreizcodes und da können natürlich, wenn ich da jetzt im Baum ein bisschen weiter vorne bin, dann können da mehrere Spreizcodes, also mehrere aus diesem Baum zu einer Verbindung gehören. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Telefoniekanal
Über die Luft ganz vorne ist der Pilot, dann haben wir Synchronkanäle, Broadcast-Informationen, die da drin sind. Wenn da ein bisschen anderer Traffic ist, dann sieht das so aus. Ja, das war ein UMTS-Datenkanal. Da haben wir damals, das ist schon lange her, das Bild 2003, das ist schon quasi gar nicht mehr wahr, haben wir dort mal eine MMS verschickt und das aufgenommen, was 100B sendet. Aber letztendlich geht UMTS immer noch nach dem gleichen Schema. Belegung von Codes auf einer Frequenz. Ein bisschen andere. Dann gibt es bei UMTS Zellatmung, eben weil durch die hohe Last dann auch der Pilotkanal, der hier mit 1 Watt nur da ist, überlagert wird. Das heißt, wenn ich wenige Endgeräte in der Zelle habe, ist die Zelle relativ groß. Wenn ich viele Endgeräte, viele Zelle habe, dann sind die Störwirkungen so groß, dass mein Pilotkanal nur noch sehr schlecht zu empfangen ist. Und damit schrumpft die Zellgröße. Das ist ein großer Nachteil bei UMTS, weil ich hier direkt eine Abhängigkeit von der Last habe, die der Kunde nicht sieht, wo ich also auch nichts gegen machen kann. Das ist diesem Standard geschuldet. Leider Gottes, muss man mit leben. Man hat dann halt versucht, dann, wenn das die Geräte, die hier draußen wohnen, ja, die hier im Keller liegen, ja, die schaffen es also den ganzen Tag zum Beispiel zwischen GSM und UMTS hin und her zu schalten. Immer wenn die Zelle keine Last hat, dann sehen sie auch, guck mal, eine UMTS-Zelle, und wenn die Zelle voller Last hat, verschwindet die UMTS-Zelle, aber verschwindet nicht, sondern das Signal-Rauschverhältnis von dem Pilot und den Broadcast, die wird so schlecht, dass das Gerät nach GSM rübergeht. Das ist natürlich nicht so besonders schön für die Kunden. Deswegen, es gibt noch ein paar andere lustige, unlustige Fehler bei UMTS oder sagen wir so, die der Standard halt mitgebracht hat, weil er halt mit zwei, drei Bauklötzen zu bauen ist und relativ wenig Rechenleistung benötigt. Gucken wir nochmal kurz in LTE. In LTE gibt es eigentlich einen Talk, den wir gemacht haben beim 36C3. Da haben wir so ein bisschen 4G nach 5G gemacht. Darauf werde ich dann unten in den Anmerkungen noch hinweisen, wo der verlinkt ist. LTE fehlt gänzlich der ganze Voice-Kram. Also wir haben dort keine MSC mehr oder irgendwelche Transcoder, sondern wir haben hier nur ein reines IP-Netzwerk. Wir haben Endgeräte, die hier draußen rumstehen. Wir haben eNodeBs, die beinhalten die NodeBs, also die Sende- und Empfangsfunktionalität und auch die RNC- bzw. BSC-Funktionalität, die Steuerung. Das alles draußen im Feld sitzt im eNodeB, hat eine MME, Mobility Management Entity, für die Signalisierungsgeschichte. Home Subscriber Server, das ist jetzt, so heißt jetzt das HLR. Und da machen wir so ein bisschen Location Mobility drüber. Wenn das Endgerät zum Beispiel handovert von diesem einen eNodeB zu dem anderen eNodeB, ja, dann muss ja die MME irgendwann mal dem SGW Bescheid sagen: Pass mal auf, Kumpel, wir brauchen jetzt die Daten nicht mehr da oben, sondern wir müssen umschalten darüber. Ja, das steuert die MME. Ansonsten macht diese Location Update und Signalisierung, die für Mobility nötig sind. Ansonsten haben wir auch wieder das SGSN und GGSN. Ja, das SGW, Serving Gateway, hat die gleichen Aufgaben wie das SGSN bei GPS und UMTS. Und das PGB oder PDN Gateway, das ist letztendlich der Gateway Richtung IP-Netzwerk. Hier in diesem Bereich haben wir private IP-Adressen, wenn wir IPv4 haben, in der Regel 10er IP-Adressen. Und hier raus gehen wir dann mit einer öffentlichen IP-Adresse. Das ist Struktur vom LTE-Netz. Es gibt da ein paar Begriffe. LTE ist eigentlich der falsche Name, Long-Term Evolution. Wenn man das Core-Netz noch dazu nimmt, ja, dann ist es eigentlich das SAE. Also eigentlich haben wir mit dem EPS zu tun, Evolved Packet System. Aber das ist noch am Rande. Das sind unsere Subcarrier bei LTE. Das heißt, wir benutzen dort ein ganz anderes Modulationsverfahren. Wir haben wieder einzelne Träger, also quasi wie bei GSM, nur schmaler. Und diese Träger werden getastet mit verschiedenen Modulationsverfahren. Und wenn ich die Träger taste, dann kann ich die auf verschiedenen Usern zuweisen. Also letztendlich ist das OFDMA,
UFDM benutzt Bluetooth und WLAN. Und UFDMA ermöglicht dann halt noch, dass wir Teile von diesen Subcarriern leer lassen oder verschiedene Nutzer gleichzeitig damit bedienen. Als Modulationsverfahren führt diese Carrier, die kommen, also die wir tasten die über die Zeit. Ja, da benutzt man also QPSK, 16 QAM, 64 QAM und 256 QAM. Je mehr Symbole übertragen werden, umso empfindlicher ist dieses Modulationsverfahren gegen Störungen aus dem Internet oder aus dem Internet, aus dem Funkfeld. Ja, wenn ich so ein Symbol ausstrahle, hier oben diese QPSK, das QPSK-Symbol, empfange irgendwas aus diesem Bereich, dann ist das schon ein Treffer gewesen. Wenn ich allerdings bei 256 QAM dieses eine einzelne Symbol meine und empfange irgendeins aus dem Quadranten, dann gibt das nichts. Deswegen sind die Modulationsverfahren stark abhängig vom Abstand zur Basisstation oder vom Signal-Rausch-Verhältnis. In der Nähe der Station kann ich 256 QAM machen. Irgendwann weiter weg ist das Rauschen oder das Signal-Rausch-Verhältnis. Das Rauschen von meinem Empfänger ist immer mehr oder weniger das gleiche. Ist die Differenz nicht mehr so groß, dass ich 256 QAM verstehen kann? So tut man sich dann, je weiter ich vom Funkturm weg bin, in diesem Modulationsverfahren nach unten tasten. Also 256 QAM bringt nur gute Geschwindigkeit, wenn ich auch in der Nähe von der Basisstation oder unter gutem Signalrauschverhältnis mich befinde. Das sind die Subcarrier und Referenzsignale bei LTE. Diese Referenzsignale bei LTE sind für die Kanalabschätzung sinnvoll, also in unseren Ressourcen. Jetzt über Zeit und Frequenz haben wir immer Peaks rausgucken, Subcarrier, die immer getastet sind, und diese Subcarrier benutzt man dazu, dass man obendrauf misst auf so ein Subcarrier und dann die Feldstärke zum Beispiel ablesen kann. Also so stark ist meine Basisstation oder meine InnoB gerade zum Empfangen. Man kann damit das Signal-Rausch-Verhältnis bestimmen, indem man halt guckt, wie groß ist der grüne und wie groß ist der Platz zu dem grauen. Natürlich nur, wenn kein Traffic drauf ist, aber die Zeiten werden sich hin und da mal finden. Oder Nachbar-NodeBs, die kommen mit anderen Referenzsignalen nach oben. Ja, die haben andere Signale, die an einer anderen Position rausgucken, und damit kann ich auch auf diese Signale schauen, kann sehen, so und so stark ist der Nachbar, und aufgrund der Position, wo diese Referenzsignale rumstehen, kann ich dann auch den Physical Cell Identifier, den PCI, auslesen. Der ist nämlich nichts anderes als wie die Definition von den Positionen zuzüglich noch einer kleinen Information, die in den Referenzsignalen selbst drinsteht, also eine QPSK-Modulation. MIMO-Kanäle werden auch so auseinandergehalten. Ein MIMO-Kanal hat solche Referenzsignale und der andere MIMO-Kanal hat etwas andere, und freundlicherweise hat dann der jeweils andere MIMO-Kanal dann auch keinen Traffic auf den Referenzsignalen, die sein Kollege MIMO-Kanal hat. Ja, deswegen kann ich dann als Endgerät sehr gut abschätzen, wie gut kann ich diese beiden MIMO-Kanäle auseinanderhalten, und an welcher Antenne empfange ich welchen MIMO-Kanal, und kann das dann dem InnoB berichten und dass der dann mit mir MIMO machen kann. Das ist so ein Ressource-Grid, wo wir verschiedene Farben drin haben. Erstmal hier unten, das ist die Zeit, das sind 10 Millisekunden. Das ist die Frequenz. Ich habe hier mal so ein kleines System genommen mit 1,4 MHz Bandbreite, 12 Ressourceblöcke oder 72 Subcarrier. Das ist jetzt so ein sehr kleines LTE-System. Normalerweise sind wir bei LTE so bei 600 bis 1200 Subcarriern. Aber da kann man dann sehen, da stehen die Referenzsignale. Ja, das ist die Frequenzachse, das ist die Zeitachse. Hier haben wir Synchronkanäle. Das grüne ist der Broadcast.
In dem grauen Bereich wird für den Kunden adressiert, guck mal in diesem weißen Bereich, da stehen Daten für dich drin. Der gelbe und der magentafarbene Bereich, die sind für schnelles Eck und Neck, also um Ex und Ex halt, um den Datenfluss flüssig zu halten. Wenn man das Ganze sich anschaut für 20 MHz Bandbreite, dann habe ich hier 100 Ressourcenblöcke. Und diese 100 Ressourcenblöcke, die kann man auf diesem Bildschirm kaum noch erkennen, wo die einzelnen Subcarrier liegen. Und diese Struktur wird übrigens bei 5G auch benutzt, dass wir auch solche Rahmen haben. Wobei dann jetzt das bei 5G noch ein bisschen viel bunter wird, weil wir haben da eben nicht nur Daten drin, sondern auch andere Informationselemente für andere Dienste, für Broadcast, für Internet der Dinge, für Low-Latency-Anwendungen und so weiter. Gut, die Stunde ist rum. Wir haben jetzt wirklich einen Ritt gemacht durch GSM, LTE und UMTS und sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir dann mit dem Talk beim 36C3 gemacht haben, wo man da jetzt anknüpfen kann und kann sich dann anschauen, was gibt es bei LTE und wo sind die Unterschiede bei 5G und wie geht das mit 5G weiter. Mir war es für heute wichtig, da so ein bisschen was mit GSM und UMTS noch gesagt zu haben. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht ganz erschlagen. Und falls doch, sorry, müsst ihr es euch nochmal anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Fortsetzung folgt. Und ciao Internet.